Es sind nur 4 ausgewählte Bilder von Profi-Fotograf Phil Simmer. Auf der Boot in Düsseldorf erzählt er interessierten Anfängern von der nächsten Fotorevolution und fachsimpelt mit Profis. Digitale Spiegelreflexkameras werden bald ausgedient haben, wie vor 12 Jahren die analogen Modelle. Spiegellose Systemkameras mit Wechselobjektiven, das ist das neue Ding. Das ist alles leichter, das ist dünner, das bewegt sich im Wasser besser. Und die Hauptfrage, kriegen wir Bilder, die so gut sind wie mit Spiegelreflex, ist jetzt beantwortet. Ja, das können wir haben ohne Problem. Gut für Anfänger sind die Preise für Kamera und Zubehör doch auch etwas kleiner. Kamera, Gehäuse, lieber Blitz als Lampe, gute Objektive, das ist der technische Einstieg, sagt Phil. Ein starker Blitz erlaubt kleinere Blendenöffnungen und damit viel Schärfe. Viel wichtiger aber, überlegen und konzentriert rangehen an die Sache. Dann gelingen vielleicht schon bald Bilder wie diese Einreichungen hier beim Underwater Photo Grand Prix. Dann langsam aber sicher wirst du dazu kommen, dass du machst weniger Bilder, aber jedes Bild wird gut, weil das ist überlegt, die Einstellungen sind überlegt worden, das Licht ist richtig orientiert und so weiter und dann stimmen die Bilder ziemlich schnell. Phil macht es sich übrigens gerne schwer. Als Apnoe-Fotograf verzichtet er auf Pressluft. Keine Blasen und damit weniger scheue Tiere unter Wasser. Und auch die Meerjungfrau hier auf der Boot scheint keine Angst zu haben. Schöne Ergebnisse vom Profi eben.